Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Niki. Heute haben wir ein sehr spannendes Video. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber diesmal ist es wirklich sehr spannend. Das sagst du auch jedes Mal. Nee, echt jetzt, ist spannend halt. Denn heute sprechen wir über Bewusstseinszustände. Also, in welchen Zuständen sind wir bereits gewesen? Was haben wir erlebt und erfahren im Laufe der Jahre, Zehnte, wie auch immer? Und klar, wir können nicht alles aufzählen, was wir hier erlebt haben, denn wir wollen ja auch jeden Zustand ein wenig besprechen. Ja, also ganz spannendes Thema, da muss ich dir jetzt beipflichten. Und wir können natürlich nicht alle Bewusstseinszustände aufführen, die wir so erlebt haben. Wir lassen auch die gängigen Bewusstseinsstufen weg, wie zum Beispiel luzides Träumen. Dissoziation. Oder Astralreisen. Hypnagogezustände, darüber haben wir ja Videos gemacht. Ne? Ja, darüber haben wir ja schon eine Menge Videos gemacht, über diese Standardzustände, sage ich mal. Aber was man eben auch mit der Dissoziation für andere Zustände erreichen kann, die sehr unbekannt sind und die wirklich nur die wenigsten erreichen, darüber möchten wir heute sprechen und vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ja, in einem unserer letzten Videos haben wir bereits über einen Bewusstseinszustand gesprochen. Das Video haben wir genannt »Der Schock des Universums«. Das ist wirklich ein Zustand des völligen Erkennens, so würde ich das jetzt mal nennen. Und den haben wir beide erlebt und wie gesagt, darüber ein Video gemacht. Solltet ihr euch unbedingt anschauen, sehr, sehr spannend. Von daher glaube ich, brauchen wir das jetzt gar nicht mehr so groß aufführen. Richtig, also der Schock des Universums, so haben wir ihn mal so genannt, ne? Ist natürlich ein Zustand, der wirklich so den höchsten Punkt der Bewusstseinserweiterung darstellt, den es für jeden zu erreichen gilt und den auch jeder irgendwann erreichen wird, ob in diesem Leben oder erst in 50 weiteren Leben. Das hängt von jedem persönlich ab. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir an mit den Zuständen, die wir beide zwar unabhängig voneinander, aber doch jeder für sich erlebt hat. Und danach sprechen wir noch über Zustände, die jeder von uns erlebt hat, aber der andere noch nicht. Ja, und wir möchten an dieser Stelle betonen, dass das keine individuellen oder subjektiven Zustände sind, sondern das sind Zustände, die jeder im Verlaufe der Bewusstseinserweiterung erleben kann. Oder ich würde sogar sagen, irgendwann erleben muss. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Das sind Zustände, die man auf seinem Weg zur höchsten Bewusstseinserweiterung beschreiten muss. Und ja, es sind Meilensteine, die es zu erreichen gilt. Und vielleicht findet ihr den einen oder anderen Zustand unter denen, die wir jetzt erwähnen, wo ihr sagen könnt, ja, den kenne ich, den Zustand. Ne, den habe ich schon erlebt. Aber wir führen natürlich auch andere Zustände auf, wo ihr vielleicht sagen werdet, oh, den habe ich noch nicht erlebt. Ich bin gespannt, wenn ich diesen Zustand irgendwann betrete, wie der sich anfühlt und wie der so ist. Und wir können euch versichern, wir haben einige Zustände erlebt, wo wir eigentlich niemanden kennen, der dich schon erreicht hat. Und zumindest die uns nicht bekannt sind. Weil viele Menschen, so wie wir herausgefunden haben, die in solche Zustände kommen, neigen auch stark dazu, nicht davon zu erzählen. Mhm. Was wir durchaus verstehen können. Haben also, wir bis jetzt auch nicht. Ja, wir reden da eigentlich auch nicht so gerne drüber. Tatsächlich nicht. Ja, und aus dem Grund haben wir uns doch irgendwann an einer bestimmten Stelle gedacht, ja, vielleicht reden wir doch mal drüber. Damit die Leute so vielleicht ein Gesamtbild bekommen. So eine ungefähre Vorstellung. Ja, ja und es ist jedenfalls wirklich sehr spannend, die ganze Geschichte. Ne? Also als wir in diesen Zuständen waren, also am liebsten wären wir da drin geblieben, oder? In den einem ja, dem anderen nicht so, kommt auf den Zustand an. Ja, stimmt. Es gibt auch Zustände,
in die man rein muss, wo man dann denkt irgendwie, wann können wir wieder gehen? Wann können wir da jetzt wieder raus? Ne? Damit mein ganzes Leben herumlaufen, habe ich jetzt auch nicht so viel Lust. Ja. Naja, fangen wir mal an. Ne? Womit fangen wir denn zuerst an? Der Zustand des Sehens und Wissens. Den hat sicherlich der eine oder andere schon mal erlebt. Ja, also. Aber ich muss dazu sagen, ich finde grundlegend, alle Zustände, in die man eintritt, vermitteln ein plötzlich ganz anderes Gefühl. Du bist nicht mehr in dem Alltagsbewusstsein. Die Atmosphäre ist wesentlich mystischer, auf eine nicht-Horrorfilmartige Weise mehr gruseliger. Es ist eine ganz alte Art, irgendwie als wäre dieser Zustand tausende Jahre alt. Ja, das stimmt. Ja, das Gefühl hatte ich dann auch immer so, als wäre das ein Zustand, der mir bekannt ist. Also das ist das Interessante daran. Wenn man in solch einen Zustand kommt, hat man das innere Gefühl, den Zustand kenne ich doch. Ja. Ne? Da war ich doch schon mal drin und man kann sich nicht erinnern, wann man da drin war. Und das wirkt immer alles uralt. Ja, uralt. Auch die Alltagsrealität wirkt dann uralt. Uralt, ja. Sowas wie, habe ich das nicht vor 3,5 Millionen Jahren mal erlebt? Irgendwie sowas, so ähnlich kommt einem das dann vor. Und man identifiziert dann den Alltagszustand so, den man halt jeden Tag mit sich herumschleppt, als ein Relikt oder als eine Antiquität oder so. Ja. Gut, der Zustand des Sehens und Wissens. Magst du anfangen? Ja, also wenn ich in den Zustand des inneren Sehens komme, wie ich es auch gern nenne, dann sehe ich immer, wo ich bin, wo ich mich befinde, kann also immer identifizieren auf dem ganzen spirituellen Zeitstrahl oder Weg, auf dem ich mich befinde, und sehe am Horizont das Ziel, dann denke ich immer, oh mein Gott, was muss ja, ich manchmal noch alles erreichen? Und wenn ich das so sehe, denke ich nur, ach du meine Güte. Lass uns pokern gehen. Ja, irgendwie sowas denkt man, dann neigt man dazu zu denken. Und dann denke ich immer, nun gut, es sind noch 1 Million Schritte, die ich machen muss. Und dass ich heute in diesen Zustand des inneren Sehens gekommen bin, ist ein weiterer Schritt der Millionen Schritte. Die Millionen Schritte, da meinst du dann mit wirklich wieder zurück zur Ganzheit des Selbst. Also nicht nur die 3D-Matrix zu verlassen, sondern alle Matrizen, die je existiert haben. Also richtig. Der gesamte Weg. Der gesamte Weg, ja. Und es ist aber auch nicht deprimierend in dem Moment. Nur ganz kurz. Ja, vielleicht ganz kurz. Ne? Aber dann irgendwie ist der Zustand so genial, so faszinierend, dass man das gleich wieder vergisst. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Man genießt den Moment irgendwie. Ja. Einmal, das werde ich nie vergessen, das war richtig spannend. Ja. Da habe ich bei Starbucks gesessen. Ja. Da habe ich bei Starbucks gesessen und habe da dissoziiert und kam dann in diesen Zustand rein. In den Zustand des inneren Sehens. Es machte dann plötzlich im Kopf Klick. Es macht immer Klick, ne? Es macht irgendwie immer Klick und dieser Zustand kommt ganz plötzlich. Da ist kein Schild oder da ist keiner, der sagt, ja, in 3,5 Minuten wirst du in diesen Zustand gehen. Nee. Du sitzt da, denkst an nichts Böses und dann plötzlich Klick. Bist du in einem Zustand? Und ich schaute mich um und dachte mir, ach du Scheiße. Plötzlich eröffnete sich mir eine Realität, die man benennen könnte als hinter die Kulissen der Matrix blicken. Und alle Leute um mich herum, die da ganz normal an ihrem Laptop saßen und gearbeitet haben, sich ein Käffchen gegönnt haben, wurden plötzlich alle zu etwas anderem. Da sah man plötzlich Statisten, die einfach nur in das Café gesetzt worden sind, damit das Café nach einem Café aussieht. Weißt du noch? Was? Wir waren noch oft chinesisch essen. Und da sind wir doch beide immer in diesen, oder sehr oft in diesen Zustand. Ja, das war irgendwie ein Ort, wo man da öfter reinkam. Mhm. Ja.
Das stimmt. Wo man dann plötzlich alle Statisten sah in dem Café, ne? Und dachte, oh oh, ne? Und gleich gucken dich alle auf einmal an. Genau. So ein Gefühl war das. Ne? Aber sie tun so, als dürfen sie jetzt nicht gucken und machen ganz fleißig weiter mit dem, was sie gerade tun. Ja, genau, richtig. Ne? Man fühlt richtig, dass die einen alle beobachten, ohne einen anzuschauen. Und alles mit Absicht machen. Ja, alles. Die machen alles mit Absicht. Nur um uns eine Show zu liefern. Ja, genau. Das ist wirklich so eine kleine, ja. Also mir kommt das immer so vor wie so eine Ein-Mann-Show für mich. Ja, ne? Damit ich nicht misstrauisch werde, damit ich mich weiter genauso verhalte wie die Statisten, ne? Die NPCs, sagt man ja auch. Ja, das ist witzig. Ja. Und als ich dann im Café saß, dann öffnete sich plötzlich die Tür, dann kam da so eine Frau rein. Meine innere Stimme sagt es vorher, schau die Frau in diesem Zustand nicht an. Ich so, okay. Gut, gucke ich woanders hin. So, aber trotzdem habe ich immer hingeschielt. Ne? Was macht die Frau? Und immer wenn sie wegguckt, da habe ich sie natürlich beobachtet. Aber die Frau, die hereinkam, war kein normaler Mensch, sondern ein Wächter. Ein Wächter der Matrix sozusagen. Und zwar, diese Wächter werden losgeschickt, wenn die Information bekommen, Achtung, da ist jemand im Zustand des inneren Sehens und können in etwa sagen, wo der ist. Und da schicken die sofort einen Wächter hin. Ja. Da hast du ja auch schon erlebt, aber das kannst du ja später auch erzählen. Und ich saß dann da und habe den Wächter beobachtet. Der Wächter ging ganz normal an den Tresen, hat sich einen Kaffee bestellt, aber er schaute sich ungefähr alle 3 Sekunden um. Wo ist er? Wo ist der, der jetzt im Zustand des inneren Sehens ist? Und einige mögen sich an dieser Stelle jetzt vielleicht fragen, ja, warum redest du denn jetzt darüber, wenn die deinen Wächter schicken? Das ist doch bestimmt gefährlich. Nee, die schicken nur die Wächter, wenn du akut in dem Zustand bist. Wenn du nachher wieder im Alltagszustand bist und darüber redest, interessiert die gar nicht. Weil ihr Auftrag ist es, die Person auszumachen, die sich in dem Zustand des inneren Sehens befindet und irgendwie dafür zu sorgen, dass der ganz schnell wieder aus dem Zustand rauskommt. Das ist deren einzige Aufgabe. Die haben keine andere Aufgabe. Was du nachher erzählst auf irgendeinem Video oder was du schreibst, in irgendeinem Blogartikel oder irgendwelchen Freunden erzählst, das interessiert die überhaupt nicht. Nee, logisch, klar. Ja. Und da habe ich die natürlich immer beobachtet, die Wächterin, ne? Und was die so gemacht hat. Und die hat immer geguckt, die hat mich gesucht. Ich habe es gefühlt, die hat mich gesucht. Ne? Und ich dachte, na toll, hier sind überall solche Wächter auf der Welt verteilt, die sofort abberufen werden, sobald registriert wird, da ist jemand im Zustand des inneren Wesens, der kann die ganze Matrix sehen. Oder droht vielleicht in Kürze die ganze Matrix zu erkennen und das wäre nicht gut. Ja. Weil wer die ganze Matrix erkennt, der kann natürlich auch ganz schnell den Ausgang finden. Und das finden die gar nicht gut. Ne? Ja, womit kann man das eigentlich vergleichen? Das ist wie ein Computerspiel, das du spielst. Und in einem Computerspiel werden immer neue Abenteuer aufgedeckt, damit du in dem Spiel bleibst. Ne? Und wenn du natürlich dann irgendwie plötzlich so einen geheimen Ausgang findest und das Spiel verlässt, das finden natürlich die Anbieter des Spiels, ne, die dafür Geld kriegen oder so, dass du da lange drin bleibst, nicht so gut. Hm. Ja, so in etwa könnte man es vielleicht vergleichen. Ne? Ja, und da kommt einem das ganze Alltagsleben wie ein Spiel vor, in dem Zustand. Plötzlich sehr banal alles, ne? Ja. Alles, was wir so im Alltag tun, wirkt irgendwie banal, aber nur, ja, aber es verhält sich aber nicht so, dass der Alltag banal wäre, sondern die Interpretation der Menschen über den Alltag ist banal und kommt eigentlich der wahren Betrachtung des Alltags überhaupt nicht nahe. Weil man erkennt in dem Moment irgendwie, der Alltag ist magisch, mystisch. Er ist voller Wächter und Leute, die NPCs sind und die ganzen Häuser, die sind gar nicht wirklich echt. Das ist alles nur so ein Hollywood-Town, ne? Für irgendeine Filmproduktion oder sowas. So ein Gefühl ist das in dem Moment. Und dann
erkennt man, dass der Alltag tausendmal mehr ist, als man eigentlich denkt. Nur entgeht einem das alles in einem normalen Alltagszustand, was natürlich auch beabsichtigt ist von den Matrix-Architekten, sagen wir mal. Die wollen halt nicht, dass man hinter die Kulissen blickt und sieht, wie das hier alles aufgebaut ist. Also da kommt man sich wirklich so ein bisschen vor wie in dem Film Sie leben. Du setzt eine Brille auf und plötzlich, wow, was ist denn hier los? Was habe ich mein ganzes Leben lang denn alles übersehen? Und das sind tausende Dinge. So kommt man sich davor. Nur, dass du dann nicht diese Sonnenbrille aus dem Film hast, sondern du aktivierst in dir das innere Sehen. Und wenn sich dein inneres Auge dann öffnet, dann geht's ab. Ja, so ähnlich habe ich das auch. Aber ich habe auch eine Art aktiveres inneres Sehen, wo dann zum Beispiel, also man ist im Wachzustand, klar. Und das ist auch nicht so wie Zirbeldrüsenflashs, wo Infopakete mit tausenden Informationen reinkommen, sondern plötzlich sehe ich die Dinge. Zum Beispiel, als wir vor dieser Inkarnation auf unserem Raumschiff waren, uns abgesprochen haben, da sehe ich dich halt hier stehen und uns in deinem coolen Suite oder wie das, Anzug, Overall. oder die leuchtenden Selbste oder mein wissendes Selbst, das plötzlich hinter mir steht und mir geheime, magische Dinge erzählt, wie die Zukunft wohl aussehen mag oder was auch immer. Also ich sehe die Dinge dann einfach plötzlich. Und teilweise ist es aber auch ein tiefes inneres Wissen, was gleichzeitig irgendwie offenbart wird. Ich sehe jetzt nicht nur ständig sehr aktive Sachen, sondern dieses innere Sehen, ja, es ist irgendwie anders. Du siehst die Sachen und weißt sie irgendwie auch einfach gleichzeitig. Also daher würde ich den Zustand als inneres Sehen und Wissen bezeichnen, denke ich. Ja, ich, man macht es einfach Switch und plötzlich bist du da so drin im Alltagszustand und weißt und siehst die Dinge einfach. Und das ist echt spannend. Ja, das ist für mich auch ein aktiviertes oder aktives inneres Sehen. Ja. Das ist aber auch einer der häufigsten Zustände, in die man immer wieder rein switcht, finde ich, im Alltag. Also auch spannend, wenn du durch die Stadt gehst und bist in dem Zustand. Ja. Dann siehst du, du bist von tausenden NPCs, also Statisten, umgeben und jeder Einzelne weiß, wer du bist, dass du ein Schöpferwesen bist und jedes Einzelne von denen spricht sich untereinander mit denen auch ab und sagt, pass auf, du machst jetzt das, du machst das, du machst das, du machst das, damit der nicht misstrauisch wird. Genau. Darauf legen die sehr viel Wert, dass du nicht misstrauisch wirst und dass du so schnell wie möglich aus dem Zustand wieder rauskommst. Ne? Nur, dass sie nicht aktiv zu dir kommen und rütteln dich oder so, ist noch nicht passiert, weil wir in diesem Zustand immer die Intuition hatten, fall nicht auf, nur beobachten, mach nichts. Ne? Und das haben wir auch immer gemacht, automatisch fast, weil die Intuition, das nicht zu machen, eben immer da war. Immer das Gefühl, halte ich zurück. Andere Leute würden dazu vielleicht sagen, ja, das grenzt schon an Paranoia. So ein bisschen. Ist ja wohl auch so. Ist auch ein bisschen so, aber es ist keine negative Paranoia, sondern eine positive, konstruktive Paranoia, wenn man das unbedingt jetzt psychologisch betrachten möchte. Denn der Zustand fanden wir gut. Und Leute, die Paranoia haben, finden ihren Zustand ja nicht gut. Ja. So sieht's aus. Wir finden den Zustand aber super. Er ist genial, weil du da Dinge siehst, die du normalerweise nicht siehst. Also aktives Sehen ist auf jeden Fall spannend und das haben wir auch schon zig Male erlebt. Joa, in unterschiedlichen Situationen, oder? Ja. Er schaltet sich gern mal dazu. Ja, also ist wirklich ein ganz spannender Zustand. Oder dass man plötzlich sieht, das haben wir auch öfter, ne? Plötzlich siehst du, dass eigentlich alle Menschen unter Hypnose stehen. Ja, genau. Das ist einfach auch noch sehr. Ja. Du siehst, wie die Leute zum Beispiel im Café sitzen, ihre Gespräche führen, ihren Kaffee trinken. Und du siehst, wie die alle total schlafen. Sie denken, sie sind alle erwacht und reden über die spannendsten Theorien und Verschwörungssachen. Und du siehst, die schlafen so tief. Die sind so in einer krassen Hypnose. Und man selbst auch, das will ich jetzt überhaupt gar nicht. Aber du siehst es halt bei den anderen besser als bei einem selbst. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich da mit Leuten in dem Zustand geredet habe,
habe ich gemerkt, die waren so überidentifiziert mit ihrer Rolle. Ja, gut, da fällt man raus. Ja, du siehst dann, die sind so drin in ihrer Rolle und erkennen gar nicht, dass, dass sie selbst diese Rolle spielen. Ja, das ist echt sehr interessant. Ja, du kriegst eine Doppelperspektive in dem Zustand. Da siehst du die Rolle, die gespielt wird, und den Schauspieler dahinter. Ja. Und der Schauspieler dahinter, der ist so in der Rolle drin, dass er meint, er wäre die Rolle. Ja. Ja, und das Interessante daran ist, wenn du mit den anderen Leuten redest und du siehst, die sind dann voll in ihrer Rolle drin, und der Schauspieler, der dahinter steht, der diese Rolle angewählt hat, um eben in dieser bestimmten aktuellen Situation seine Rolle durchzuspielen, dann neigt man stark dazu, irgendwie zu lachen. Ja. Oder? Man muss dann immer irgendwie lachen, weil der das gar nicht merkt. Dass er voll in seiner Rolle ist, voll überidentifiziert, und du sitzt dann da und musst dich zurückhalten, um den nicht auszulachen oder die Situation so lustig ist. Also man lacht nicht die Person aus, sondern einfach den Umstand, dass der die ganze Zeit eine Rolle spielt, aber es gar nicht merkt. Ja, die Hypnosemaschine ist schon sehr aktiv. Ja. Man sieht halt wirklich, wie die so vernebelt einfach sind. Und das ist eigentlich ein Zustand, den man ziemlich häufig aufrufen kann inzwischen. Und es ist ein bisschen schade. Manchmal nervt es auch ein bisschen. Ja. Also ich habe auch manche Leute getroffen, die haben zum Beispiel Marihuana geraucht. Und die kamen manchmal auch in diesen Zustand. Mhm. Der Zustand kündigt sich so an, dass man die ganze Zeit lachen muss, aber nicht weiß, warum. Also das habe ich bei Leuten beobachtet, die eben einen gekifft haben oder so. Die fingen dann plötzlich an zu lachen, die guckten dich an und lachten sich kaputt. Und du dachtest, und die anderen Leute dachten dann immer, warum lacht der so blöd? Ne? Weil die dem Zustand nahe kommen, dem Zustand des inneren Sehens. Ne? Sie befinden sich also so in der Vorstufe. Darum lachen die Leute so, die gekifft haben. Ne? Und nur wenige schaffen es dann wirklich in den Zustand reinzukommen mit dem Marihuana. Die kommen also nur in diese Vorstufe, in den Vorhof des Zustandes. Ja, bei ohne Marihuana ist es halt eher andersrum. Da kommst du erst in den Zustand und fängst dann an zu lachen. Ja, genau. Durch die Dissoziation kommst du da so patsch rein in den Zustand. Ne? Marihuana musst du schon wirklich viel rauchen, damit du da reinkommst. Okay, alles klar. Ja, was haben wir noch für einen Zustand? Ja, das war doch ein guter Übergang für unseren nächsten Zustand. Mhm. Und zwar die Sphäre der Agierenden. Auch sehr spannend. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Teil. Ciao. Alles Liebe. Thank you.